Hallo und willkommen zurück bei Myst, unserem neuen Survival-Sucht-Game. Ja, müssen wir einfach. Wird so wieder einiges daneben fallen, sehr wahrscheinlich. Blum, 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 blum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich bin dehydriert, was auch sonst. Ich finde es schön, dass es im Hintergrund animiert ist. Also da wirklich, wo ich hinhänge, kommt was dazu. Man hat es eben schön gesehen links. Jetzt hat man es rechts gesehen. Das ist schön. Das ist so schön. Okay, lassen wir das. Jetzt holen wir mal den Rest hier. Sieht aus wie so Lutsche. Ernsthaft? Sieht aus wie Lutsche. Ja, hängt alles hier im Fleisch, da hinten das Trockene, schön farblich unterscheiden, da die Gedärme. Da ist ja noch Zeug drin, oder? Du altes Ekel. Man gebe mir Feuerholz, man gebe mir Feuerholz. Zack, 2 Stunden fürs Fett. Ja, klar. So, müssen wir uns mal runterhungern lassen, um zu gucken, wie weit uns das Meatstu wieder vollpackt, oder? Ja, so ganz kurz, ich muss noch was trinken und dann geht's weiter, dann können wir eigentlich schlafen, dann haben wir eigentlich alles soweit abgehandelt jetzt hier nachts, obwohl wir erst 20 nach 7 haben, aber das lohnt sich halt einfach nicht mehr irgendwo hingehen. Ach, jetzt render ich gerade fett, gell? Jetzt kann ich nicht gucken. Cooking geht nicht, ich wollte die Karte. Stopp. Kann ich die grillen? Ich meine, sie hat 21%. Sie verdirbt uns eh, bis wir das nächste Meatstu kochen könnten. Zumal wir keine Karotte haben und wir eben erst einen Bären erlegt haben. Wird die irgendwann gut? Oh, Medium. Well done. Oh, Kartoschki. Kartoffel essen. Bam. Gibt nicht ganz so viel. Gibt nicht ganz so viel, aber ja, komm, wenn wir jetzt schlafen gehen, das verdirbt alles hier. Das müssen wir jetzt einfach mal wegessen. Brokkoli. Da steht nichts dabei, ob roh oder sonst irgendwas. Können wir Brokkoli so essen? Der war sehr salzig, glaube ich. Ja, das ist ganz schön. So, bringen wir die Handtücher nach oben. So, Handtücher nach oben. Speer haben wir. Das komplette Messer können wir noch runter, dass wir dann gleich morgen früh direkt los können. So, zack. Die Spitzhacke. Was machen wir? Gehen wir nochmal zur Mine? Obwohl, die Mine ist halt so, ja. Ja, solange sie so ist, ist sie nicht wirklich schön. 20 Uhr. Wir machen mal 10 Stunden in der Hoffnung, dass wir durchschlafen. Kann ich mich mal kurz weg? Natürlich.
Natürlich hat er was gehört. Ich wollte mal was trinken. Mach ich jetzt, Mann. Natürlich ist er wieder wach geworden. Natürlich. 8 Stunden Sleep. Habe ich jetzt eine falsche Uhrzeit eingetippt oder ist er einfach wach geworden? Er hat gerade gespeichert. Ich würde einfach mal rausgehen und gucken. Da liegen die ja schon wieder. Ist so früh die Nacht vorbei? Eine Feder. Ja, so früh ist anscheinend. Ja, da hinten liegen sie. So früh ist anscheinend die Nacht vorbei. Okay. Ein Stein. Nehmen wir alles. Nehmen wir alles. Ich hätte vielleicht links und rechts. Oh, wisst ihr, was uns fehlt? Sehen, mal abgesehen von einem Zweig. Ja, aber ich weiß. Wie viel? Kaum. Ich weiß nicht, warum da wieder eine Treppe ist. Was macht ihr denn im Winter? Naja. Ich meine, da ist eine Treppe, da gehen wir eh nicht hin, oder? Können wir das Loot da hinbauen? Können wir. Oh. Ja, ne? Da war was. Da war was. Jungs, was ist hier los mit euch? Jungs. Krass. Wenn hier mal mehr. Aber sie haben schon nicht mehr überlebt. Wann sterben die denn? Um 4 oder was? Ja, und dadurch, dass wir sie nicht umgebracht haben, gibt's hier nix. Kein Loot. Hier ist ein Speer, den wir daneben geworfen haben. Nehmen wir auch mit. Gut, pass mal auf. Dann nehmen wir gerade. Wir hacken gerade nochmal so einen Stumpf daraus. Oder alle Stümpfe. Ja, okay, hier ist nichts. Oh, das war jetzt das Falsche. Ich habe eine Axt dabei. Wenn ich im Inventar bin, kann ich nicht mehr laufen. Wir hacken den hier jetzt einfach. Ich mache jetzt keinen Stumpf da weg. Wir hacken den hier. Dann machen wir uns ein klein wenig wieder Feuerholz und Bretter, die wir noch brauchen für den anderen Kram. Bretter, die wir brauchen für unser Beet. Also das sieht ja hier schon aus, als hätte die einer im LKW abgeladen hier. Oh, ich wünschte, man könnte die so packen.
Dann würde ich es in die Mülltonne schmeißen. Ja, hey, was denn? Oh, warte mal, warte mal. Was können wir hinten an der Säge? Können wir da Bretter machen? Können wir hier Bretter machen? Ja. Craft. Ah, hier können wir auch so einen Stump machen. Genau, das hatte ich ja auch gesehen. Nee, hier bauen. Nee, Inventar, oder? Wie waren das? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo habe ich den Stumpf gesehen. Ich weiß es. Ich weiß es, dass ich hier. Da können wir nämlich jetzt Feuerholz noch schneller machen. Seht ihr? Brit, 2 Minuten. Psst. Ich habe keinen Hammer dabei. Das ist, also ich sage es immer wieder, es ist zwar logisch und ja, ich habe keinen Hammer dabei, ich kann nichts bauen. Jo. Aber es nervt auch. So, das ist das. Hier ist alles ready. Den Hammer schmeißen wir jetzt mal da rein. Die Schaufel schmeißen wir da rein. Hier schmeißen wir unser Feuerholz rein. Nee. Ach komm, einfach jetzt mal in den Koffer. Einfach mal jetzt hier in so einen Koffer. Die Spitzhacke brauchen wir auch nicht. Das ist ein Inventarslot. Ihr wisst, wo ich hin will, oder? Ihr wisst es. Nehmen wir uns was zu essen und zu trinken mit, oder vertrauen wir darauf, dass wir was finden? Da wir schon... Oh, 70%. Oh, das ist natürlich... 70%. Was fehlt denn hier? Achso, das... Ach, was fehlt denn hier für den Generator? Ach, ja. Wie war das jetzt mit Trinken? Haben wir auch nicht mehr so viel. Das füllen wir jetzt auch noch auf. Die Tür nervt ein bisschen gerade. So, take. Ja, guck mal, wir haben sie fast voll. Wir haben sie fast voll, die Water Barrel. Da wollen wir lang. Rechts, rechts die Banditen wollte ich holen. Also wollte ich nicht wirklich. Ich wollte die links holen. Aber hier an dem Stromhäuschen, da können wir auch hochgehen. Und unsere Banditen holen. Sagt Stamina. Ich meine, hier sind ja auch welche. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja, da ist schon der erste. Okay, da wir noch nicht gesehen worden sind, ich würde an der Stelle, hallo, mal speichern. Sicher, sicher, ihr wisst's. Ja, und dann gucken wir mal. Ui. Kriegen wir den von oben? Aber ich glaube, wir kriegen den nicht mit der Pistole, gell? Wir müssen da echt die fette Wumme wieder auspacken. Sehe ich den nicht mehr, weil er hinter dem scheiß Wohnwagen steht.
Wow. Im Feuergefecht musst du speichern. Von wo denn? Waren es nur zwei? Da ist jemand eingesperrt. Ich hab doch. Okay. Okay. Ich hab mal eingebildet, hier sind mehr. Jetzt haben wir nur noch 19 Schuss. Das ist. Gefällt mir gar nicht. So, was ist jetzt hier mit dem Kollegen? Was? Wo? Hä? Da. Hä? Rescue Scott! Scott has been rescued. Will you take her to camp and join your crew? Yes! Work cut down tree. Okay. Alles klar. Ja, nice. Wir haben Scott befreit. Scott ist uns. Scott ist auf unserer Seite. La la la. La 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 la. Wenn wir den jetzt ein bisschen teabaggen, wäre blöd, oder? Hallo. Hallo, hallo, hallo. Achso. Hä? Das hat er gerade nicht so. Irgendwie hat meine Taste gerade gehangen. Okay, das war's. Das war's hier anscheinend. Okay, da oben drauf war aber auch nichts. Zumindest habe ich nichts gesehen. Nein. Ja. Oh. Oho, musste genauer hingucken. Hallo. Siehst ja beinahe das Beste hier. So, das war Banditencamp Nummer 2. Machen wir die Autos hier noch? Ja, wir gucken auf alle Fälle in die Autos. So, hier, hier. Ich habe keinen Benzinkanister dabei. Ja, natürlich ist hier Sprit drin. Ja, natürlich. Okay. Dann würde ich sagen, wir rennen nach Hause, machen uns leer, holen den Spritkanister, pumpen hier noch den Sprit ab. Und dann können wir uns eigentlich die nächsten Banditen holen.
Der Scott. Wenn ich das richtig gelesen habe, Work Hard, der ist jetzt irgendwie Baumfäller oder so ein Gedöns und. Ja. Weiß ich nicht. Müssen wir gerade mal gucken. Also natürlich in der nächsten Folge. Da-da. Scott. Scott. Hey Junge, hey. Press number to interact. Talk status 2. Okay. Raus. 1. Ach, reden können wir nicht. 3. Cut down trees. Da müssen wir ihm aber. Müssen wir ihm eine Axt geben, oder? Müssen wir ihm eine Axt geben? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir geben ihm einfach eine. Mal gucken, was er macht. Hey Scott. Hey. Scotty. Hey Scotty, beam me up. Nein, zurück. 2. Ich will zurück. Ach so, ich bin schon zurück. Status Inventory. Wir geben ihm eine Axt. Melee Weapon. Melee Weapon. Jo, mal gucken. So und jetzt. Assigned to work. Cut down trees. About task. If inventory is full, pick up logs. Genau. Abort task. If inventory is full. Pick up logs. Pick up leaf. Leaf stump. Assign task. I have no tools to do that. Wie komme ich denn wieder zurück? Ach, da, Status Inventory. Hier. 3. Cut down trees. Zack, 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 zack. Und das machst du jetzt mal für 4 Stunden. 3 Stunden. Sure. Hey! Hey, der Dude! Der Dude geht uns Holz hacken. La 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 la. Jetzt wo die Umzäunung ist, was denn jetzt? Das kann nicht wahr sein. Jetzt wo wir den Zaun ready haben, kommt ihr und will Holz hacken. Aber lass ihn machen. Lass ihn Holz hacken. So. Geil. Kann ich ihm zugucken? Gucken wir zum Folgenende noch mal ein bisschen dem Scott zu, wie er Holz hackt. Wo ist er denn? Scott? Da. Das ist ja geil. Aha, ist das geil. Ja. Okay, dann. Der macht mir zwar jetzt hier meine Wege weg, aber was soll's. So hat er was zu tun. Geil. Genießen wir noch die Aussicht. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns nächste Folge mit unserem holzhackenden Scott. Warum habe ich die, ganz kurz, warum habe ich die Option, also ich bin immer noch hier so geflasht davon, dass er das macht. Warum habe ich die Option Leaf Stump? Warum konnte ich das, dieses Kontrollkästchen machen, dass er den Stumpen da stehen lassen soll? Warum? Wächst da wieder ein Baum? Später? Wird es noch? Ist es jetzt schon drinne? Wird es, kommt es später noch rein? Mir fällt gerade ein. Ich glaube, der hebt es gar nicht auf. Ich glaube, der hackt nur Holz. Oh, das müssen wir jetzt mal ändern. Das tut jetzt weh. Ja, ich weiß, es tut weh. Wir müssen mit ihm reden. Oh, nein, er hebt auch auf. Er hebt auch auf. Ja, nice, alles klar. Dann hat sich's erledigt. Jetzt bin ich aber raus. Tschüssi, ciao.